Meine sehr geehrten Damen und Herren, einmal im Jahr, immer an Pfingsten, verwandelt sich der beschauliche Biebricher Schlosspark in die größte Sportbühne unserer Stadt. Bietet damit stimmungsvolle Kulisse für das größte Wiesbadener Sportereignis, das internationale Wiesbadener Pfingstturnier des Wiesbadener Reit- und Fahrclubs. Traditionell schon am Dienstag hat sich die Stadt mit dem Kutschenkorso auf das bevorstehende Turnier vorbereitet, darauf eingestimmt. Gestern Abend hat die 20. Wiesbadener Pferdenacht ein ganz besonderes Glanzlicht gesetzt. Und auch sonst stimmt neben dem hochkarätigen Sport auch die Show, sodass das Publikum regelmäßig hochgradig begeistert ist. Zu den Höhepunkten des Turniers zählt naturgemäß der große Preis der Landeshauptstadt Wiesbaden. Wenn sich bereits zum 79. Mal die weltbesten Reiter aus 4 Disziplinen und alle Pferdefreunde und Liebhaber zu diesem gesellschaftlichen Großereignis treffen. Das Biebricher Turnier gehört zu den traditionsreichsten Reitturnieren der Welt, ist aber gleichzeitig, und das ist, glaube ich, das Besondere, ein wunderschönes Fest für die gesamte Familie geblieben. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend so zahlreich der Einladung des Wiesbadener Reit- und Fahrclubs, der Reiterlichen Vereinigung Katars und der Landeshauptstadt Wiesbaden gefolgt sind. Begrüßen Sie mit mir die Präsidentin des Wiesbadener Reit- und Fahrclubs, Frau Christina Dückerhoff, und den Teammanager der Reiterlichen Vereinigung Katar, Faisal Al-Attiya. Herzlich willkommen. Auch in den kommenden zwei Turnierjahren steht die Reiterliche Vereinigung Katars als Partner an der Seite des Wiesbadener Reit- und Fahrclubs. Ich freue mich sehr, dass mit diesem deutsch-katarischen Freundschaftsprojekt nicht nur die Förderung der sportlichen Entwicklung von Nachwuchs und Profireitern aus Katar ermöglicht wird, denn parallel dazu wollen wir Brücken bauen zwischen unseren Kulturen und die Freundschaft zwischen beiden Nationen stärken. Und in diesem Zusammenhang darf ich ganz besonders herzlich Frau Christine Stiebi-Fey begrüßen, die das Projekt von deutscher Seite aus initiiert hat. Herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns noch zwei wundervolle Turniertage. Das Wetter wird es wohl hergeben, die Menschen, die in den Schlosspark kommen, auch. Und der Sport tut sein Übriges dazu. Ich freue mich drauf. Es ist keine Drohung, aber ich bin Sonntag und Montag jeweils ganztags vor Ort. Schönen Abend.